Hey Leute, willkommen bei Big Reacts, powered by Omen. Heute bei mir der nette Niklas, wie man ihn noch nennt. Wir kommen gerade vom Major und wir schauen uns jetzt erstmal das Game gegen Enze an. Und ja, dann gehen wir direkt in die erste Szene. Oh. Das war krass. Das ist krass. Ich bin gestorben und ich habe alles gesehen. Ich war nur in seiner Inneren. Ja. Wie hast du reagiert? Einfach so? Ja. Ja, ich war live und ich war mit so unten und habe so alles gehört, low gerusht. Low, low, low. Und dann zack. Ja, er spielt insane. War es Ace? Ja. Nice. War Ace. Zack. Stark. Nice. Sehr, sehr gute Szene. Sehr gutes Aiming. Wir hatten in der Pistol Round einfach drei Cutters Push gespielt. Habe ich einfach spontan angesagt, weil ich Topspawn hatte. Habe auch direkt einen One-Shot bekommen. Aber gut, dass Nils noch da war und die Runde so geil geholt hat. Ach man. Spiel safe, sagt er mir. Und er overpeakt. Echt? Ja. Ein Kill. Dann gucken wir uns das nochmal an. Ah, wenn ich hier unsafe spiele, ja. Wenn ich hier unsafe spiele, dann töte ich einfach die beiden. Ja, eigentlich ja. Aber mein Mate sagt, bleib def und spielt dann unsafe. Gute Setup. Ich schwöre, ich mache so Slow Push auf Timing, ich bin immer von hinten und die Legbombe, ich bin 1 gegen 2 und man verliert immer. Die gucken dann immer nach hinten immer schon, ne, weil du so late bist. Ja. Schade, ich mag einfach nächstes Mal kurz. Ja, kurz gut. Oder zurückgehen vielleicht. Aber Flanken ist auch geil. Holst du das noch? Nee. Nee, Mann. Dann beide, guck mal, 1 HP einfach. 11, 12. Einfach beide 1 HP. Scheiße, das ist einfach weg von K. Das kann man auch durch die Wand lacken. Ja, das 2 war eigentlich sehr leicht auf CT. Ich glaube, wir haben so nur eine Runde verloren oder so. Vielleicht 2. Ah ja, stimmt. Eine Runde haben wir verloren als CT, stimmt. Aber eigentlich war das ein leichtes Spiel. Aber das war kein leichtes Spiel. Gute Confidence auf das 2. Ja, ja, ja. Aber das 2 sind ja eh das Beste, das 2-Team. Und wir haben da auch keine Angst vor niemandem so. Aber das ist auch ein bisschen unser Problem, weil wir gewinnen dann die ersten Map, aber verlieren einfach die anderen alle. Ja. Deswegen ein bisschen die schlechtere Maps improven, oder? Auf jeden Fall. 1 gegen 5? Nächste Szene, ja. Nee, komm. Okay, wer hat hier gefroht? Ich glaube, ich fange an. Echt? Nee. Hier, wir haben die Spot. Geile Galins. So. Wer pusht lang her? So, ich bin jetzt schon geil gepusht. So, jetzt liegt die AWP dort. Und ich defende die AWP. Erster, der feedet, ist Jarosz, ich erinnere mich. Jarosz feedet sehr gerne in den Situationen. Zack, zack. Ich feede, weil Jarosz. Jetzt denke ich so, ey, ein bisschen gefährlich. Cool bleiben, okay? Ja. Wenn wir machen dieses Comeback, brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld. Auf jeden Fall ein bisschen Geld, ja. Und jetzt so, scheiße. Oh, hier ist safe, ich höre alles. Zack. Dass der überhaupt noch so weit geht, nur wegen 15-6. Ja. Aber krasse Runde von ihm. Der ist auch ein sehr guter Spieler, wirklich. Der spielt sehr aggressiv. Gute Kills, muss man sagen. Ja. Ja. So. Bisschen getrollt von uns. Ja, fett getrollt. So, nächste Szene. Gel. Gel. Ah, das ist die Hot Rush. Route High. Zack, zack. Die Antiposi. 3 easy Kills. Ah, ey, warte mal, das ist doch schlecht. Einfach da bleiben oder was? Was hast du gemacht? Nehmen einfach nach und dann. Bisschen reingefeedet einfach. Komm, wenn ich. Wo bin ich denn eigentlich? Du bist. Ich bin am Spot oder so. Ja. Und guck, wenn er jetzt noch reinfeedet. Oder ich bin am Freiburg. Was mache ich denn am Freiburg? Vielleicht warst du Heaven. Ja, also Heaven gestartet. Okay, nice. Starke Runde von dir, Niklas. Nein, deswegen habe ich die. Oh Mann. Ah, ich habe das gesehen hier. Was passiert da? Ich hab ihn nicht getroffen. Gehst du nicht rein? Ich hab ihn einfach nicht getroffen. Nee, komm, das ist die Runde mit der HE. Oh. Aber warum hast du die ganze Zeit die HE gezogen gehabt? Du hast auf Plant gelegt, gewartet, ne? Komm, bitte ein Hill auch. Aber da geht auch keiner durch die Smoke. Aber Dücher geht durch. Dücher geht durch, Schirm haben. Ja. Mann, da war ich traurig. Da war ich sehr traurig. Gegen geisteskranke Sachen stirbt man halt oft, weil es viel zu unexpected ist. Ja. Ich hab schlecht geschlafen, deswegen diese Runde. Ja. Von dieser Runde. Oder vielleicht der Loss. Der Loss war schon hart. Und danach 2-2, ne?
schon hart. Wie gesagt, das Game, das 2 gewinnen wir eh immer, braucht man gar nicht drüber reden. Und wir haben eine ganz gute T-Hälfte auf Nuke gehabt und dann sehr schlechte CT-Hälfte. Das ist eigentlich nicht normal für uns. So ein trauriges Game. Ja, im Game davor haben wir sogar noch Kopenhagen Flames gespielt, glaube ich, ne? Und haben fast ein CT-Comeback gemacht. Ja. Wir haben so 2 T-Runden geholt und dann haben wir irgendwie 11 oder 12 CT-Runden geholt und noch irgendwie verloren. Ja. Seit dem Game ist auch unsere CT-Nuke-Seite komplett eingebrochen. Wir sind richtig low jetzt. Aber das fixen wir, das fixen wir. So, danke fürs Zuschauen. Nichts vergessen zu subscriben und liken das Video und dann sehen wir uns. Gaming improves reflexes and hand-eye coordination, which means gamer pilots are safer pilots. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen.